Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke zockt F1 Manager 23. Wir gehen steil in Richtung Saisonende, Rennwochenende Nummer 19. Und wir starten hier direkt rein in den Sprint vom Circuit of the Americas. Arthur Leclerc startet von der 11, Nico Hülkenberg von der 15. Das heißt aber nicht unbedingt, dass Leclerc sich besser qualifiziert hat. Hülkenberg, da habe ich, glaube ich, ERS oder Getriebe ausgetauscht. Und dementsprechend wurde der ein wenig nach hinten versetzt. Ja, Leclerc in Punktenähe. Ich habe es natürlich noch nicht aufgegeben. 4-5 Rennen haben wir noch Zeit. Sodass der Youngster hier vielleicht noch einen Punkt holt. Ja, so wie es derzeit leider aussieht, hat Arthur nicht die Pace, damit zu halten. Der wurde jetzt schon ein bisschen durchgereicht. Nico Hülkenberg fährt den auf und wird wahrscheinlich auch gleich dran vorbeigehen. Die Alpines sind schon vorbeigezogen. Alter Schwede, haben die anderen uns denn, was die Entwicklung anbelangt, so überholt? Also pace-technisch sieht es hier echt nicht gut aus. Ich hoffe, im Hauptrennen mit anderen Reifen, anderen Strategien, keine Ahnung, kann das ein bisschen anders laufen. Oh. Da waren wir gerade live drauf, wie er sich etwas verbremst hat und sehr weit in der Kurve fuhr, wodurch Piastri vorbeischlüpfen konnte. Also Leclerc jetzt schon in Runde 6 von 19 sind wir. Wurde komplett durchgereicht, auch Hülkenberg. Ja, kann jetzt nicht so wirklich die Alpines vor sich angreifen. Heute sogar Alpha Tauri vor Alpine in der Pace. Ich hoffe mal, wir können bis nächste Jahr noch ganz gut an Entwicklungsteilen forschen und unser Auto dahingehend verbessern. Vorne übrigens Verstappen vor den beiden Ferraris. Bei Hülkenberg sieht es derzeit noch passabel aus. Ich habe mir da echt schon sehr große Sorgen gemacht, denn Arthur Leclerc, bei dem geht heute wirklich gar nichts. Der wird wahrscheinlich noch letzter. Ist jetzt sogar schon auf der 19. Versucht hier nochmal ein Überholmanöver gegen Valtteri Bottas mit DRS. In Turn 1. Ah, hinein, jetzt 2-3, hat nicht gereicht. Side by Side durch die S-Kurven. Ob das jetzt so eine gute Idee ist, sei mal dahingestellt. Nehmen wir das Ganze mal mit. Ja, letztendlich muss er sich erstmal hinten wieder einreihen. Hülkenberg währenddessen zumindest, denke ich, Nick de Vries könnte er noch bekommen. Jo, 5 Runden haben wir noch. Hülkenberg auf der 12 ist jetzt auch an den beiden Alpines dran. Also so im Verlauf des Stints. Waren die denn so viel stärker, was die Reifenabnutzung anbelangt, die beiden? Nö, geht eigentlich. Naja, am Anfang ein bisschen gestruggelt, aber inzwischen ist die Pace von ihm eigentlich ganz gut. Natürlich wird es hier nicht mehr für Punkte reichen im Sprint. Aber vielleicht kann er noch ein oder sogar beide von denen snacken. Das wäre ganz nett. Wir haben hier eine gelbe Flagge. Oh, während Fernando Alonso da gerade auf der Straße steht, wollte ich sagen, hat Hülkenberg zum Überholmanöver angesetzt. Aber, wie ihr schon gesehen habt, da kommen wir gleich an. Da sieht man nicht mehr. Er dreht sich da weg und parkt einfach mal seine Karre elendlange auf der Straße. Und wir parken einfach dahinter. Ach, Red Flag, okay. Ich dachte schon, Junge Nico, mach doch was. Oh, das ist mal eine interessante Ausgangslage, denn hier bietet es sich ja wirklich mal an, Softreifen dann natürlich auszuwählen. Wir werden 3 Runden noch haben und macht ja keinen Sinn, auf den abgenutzten weiterzufahren, ne? Von daher wird sicherlich auch die Wahl der Konkurrenz sein. Ja, da sieht man schon die rot markierten Reifen. Alles andere wäre halt auch echt selten dämlich. So, Restart. Wir können pushen, was geht. Ich greife sogar mal an mit Hülkenberg. Warum nicht? Mit Arthur auch. Wir haben nichts zu verlieren. Sagen mal, hier kommen aggressiv vorgehen. Ich schmeiß wenigstens mal alles rein an Befehlen. Alonso ist weitergefahren. Ja. Durch seinen Dreher ein paar Plätze verloren. Aber mal gucken, was hier so gehen kann. Sind denn alle auf frischen Softs? Jo. So ist es. Ja, wir brauchen ja jetzt nur 2 Runden durchhalten mit den Reifen. Da können wir voll attackieren. Bisschen drauf achten, dass die nicht zu sehr überhitzen.
Aber naja, ERS ressourcentechnisch wird wahrscheinlich die KI auch fast bis zum Ziel komplett pushen. Von daher wird es schwer sein, da noch irgendwie Überholmanöver hinzubekommen, denke ich mal. Ja, wir sind in der letzten Runde drin. Ja, Batterie voll aufgeladen, aber mehr als die einsetzen. Ich habe voll auf Einsatz gestellt, aber hier auf der. Round the Outside gegen Ocon. So, jetzt rausbeschleunigen. Kann Nico Hülkenberg das durchziehen? Ja, sieht eigentlich ganz gut aus, wenn jetzt der Straight Line Speed da ist, um sich die 10. Position zu krallen. Sehr schön, Nico. Ja, für mehr wird es wohl nicht reichen, aber den 10. Platz als Startposition für das Hauptrennen nehme ich natürlich gerne mit. Leclerc siegt vor Perez und Verstappen. Tsunoda mit einem Punkt. Stark, muss man sagen. Hülkenberg auf der 10, Arthur Leclerc auf der 17. Ja, immerhin noch zwei Positionen, glaube ich, jetzt nach dem Restart wieder gut machen können. Ich habe wieder Quatsch erzählt, was die Grid-Positionierung anbelangt. Denn die Grid-Strafe von Hülkenberg findet erst jetzt Anwendung für das Hauptrennen. Das heißt, er hat sich tatsächlich schlechter qualifiziert. Meine Fresse. Ja, Hülkenberg geht also nicht von 10, sondern von 13 rein. Geht nicht ganz 5 Plätze nach hinten, weil auch andere Gridstrafen bekommen haben. Und dann geht's in das Hauptrennen am Sonntag. Ich habe wieder strategisch mit Nico Hülkenberg mal was vielleicht etwas Riskantes vor. Sehen, ob das so weit aufgehen kann. Das. Ja, wir da jetzt direkt in Turn 1 aufgehalten werden, das ist natürlich sehr unschön. Schauen wir uns mal an, was da genau passiert ist. Piastri im McLaren fährt da mit einem Alpine zusammen. Ich glaube, Ocon war das. Piastri hat die Strafe bekommen. Ja, und wir haben ordentlich Zeit verloren. Hier zwischen Piastri und dann den davor, vielleicht war es auch Gasly, ist schon eine Lücke aufgegangen. Das ist doch scheiße. Ja, ich wollte eigentlich mit Nico Hülkenberg aggressiv auf Soft starten, einen kurzen ersten Stint machen, paar Autos überholen, dann an die Box gehen. Ja, es wird definitiv ein Zweistopprennen werden. Die Softs halten nicht besonders lange hier auf der Strecke, zumindest laut Prognose. Oh, Piastris Reifen haben ordentlich was abbekommen. Ja, wird sich da also erstmal anpassen müssen. Ja, vielleicht hat er auch einen kaputten Flügel und muss eh gleich reinkommen. Die von Gasly ebenfalls. Ja, das hält uns jetzt nur auf. Das ist doch scheiße, Nico. Zieh da doch dran vorbei, Junge. Ja, wir müssen jetzt eigentlich erstmal mächtig investieren mit Nico, um die Lücke nach vorne wieder zu schließen. Wie gesagt, ich hatte mir das wahrlich anders vorgestellt. Ich hoffe, dass er jetzt mit Softreifen von der Pace her wenigstens die Lücke nach vorne wieder schließen kann, kleiner werden lassen kann. Hat natürlich auch kein DRS. Ja, das ist echt alles andere als optimal. Also Gasly und Piastri sind erstmal in die Box gefahren. Von daher sind die hier erstmal raus aus dem Mittelfeld. Und es gibt wieder einen Unfall mit mehreren Autos. Die beiden Williams sind hier anscheinend kollidiert. Okay, scheint aber nichts kaputt gegangen zu sein. Gibt auch nur gelbe Flaggen. Aber jetzt ein Safety Car, das wäre gut für Hülkenberg. Shit, ey. Punkte holen wird schwierig bei unserer aktuellen Autoperformance sowieso, aber mit dieser Anfangsphase auch nicht so optimal. In Runde 13 gehen wir jetzt das erste Mal mit Nico planmäßig an die Box. So, Boxencrew, macht bitte eure Arbeit. Ganz ehrlich, das ist mir ein bisschen zu viel mit der Fehlerhäufigkeit. Also ich bin schon sehr darauf bedacht, das nicht unbedingt zu optimieren, dass die besonders schnell und toll sind. Ja, gebe ich zu. Alter, was tust du dort? Aber wir wären genau vor denen rausgekommen. Das wäre ein super Zeitfenster gewesen. Aber ich sehe zu, dass sie nicht ermüdet sind. Somit sollten die ja nicht so häufig Fehler machen, wie das eigentlich hier immer der Fall ist. Das ist halt echt
Unfassbar, muss man mal sagen. Mal gucken, wie lange Albon und Bottas werden wahrscheinlich gleich an die Box gehen, aber das ist halt echt wieder sehr kostspielig. Der hätte hier wunderbar, wenn ihr nur ein, zwei Sekunden schneller gewesen wärt, das Window ausnutzen können, in dass ich den rein pitten wollte. Und jetzt wird er so aufgehalten. Ja, dann sparen wir erstmal. Wir sparen jetzt hier. In Runde 22 onboard unterwegs mit Nico Hülkenberg auf Platz 13. Lando Norris vor uns ist gerade als letzter aus der Box gekommen. Das war der letzte, der den ersten Boxenstopp hier gemacht hat. Das heißt, das ganze Feld ist erstmal bereinigt. Er ist auch auf Softs gegangen. Sargent und Joe auch. Interessant. Es ist aber zwangsläufig immer ein Zweistopper. Also dafür ist die Reifenabnutzung zu hoch. Derzeit haben wir ein Defizit auf den letzten Punkterang von knapp 8 Sekunden. Die Lücke wird aber im Verlauf dieses zweiten Stints immer größer. Ja, die Pace von AlphaTauri ist einfach zu schnell für uns, muss man sagen. Wenige Runden später haben wir jetzt schon 12, fast 13 Sekunden Rückstand auf P10 auf Nyck de Vries. Denn Nico Hülkenberg fährt circa eine Sekunde langsamer pro Runde gerade. Nyck de Vries fährt jetzt an die Box, hatte sogar ein Problem, aber nach seinem Boxenstopp kommt er gerade mal, sagen wir mal so 5 Sekunden hinter Nico Hülkenberg raus und knapp vor Arthur Leclerc. Daran seht ihr mal, wie groß unser Defizit derzeit ist. Fast einen ganzen Boxenstopp auf die Punkteränge. 5 Runden sind es noch. Wir sind wirklich absolut chancenlos, gerade was die Pace anbelangt. An Punkte ist da nicht zu denken. Hülkenberg wird wohl 13., Leclerc 14. Vorne haben wir die beiden Ferraris, Sainz vor Charles Leclerc auf der 3, dann Perez. Dicht gefolgt von Max Verstappen. Mal gucken, ob der sich von seinem Teammate das Podium noch holen kann. Und ja, wie gewohnt dahinter Aston Martin und Mercedes Lance Stroll sogar auf der 5. So wird es in echt wahrscheinlich nicht laufen. Ocon auf der 9, Norris auf der 10. Und ja, auch selbst wenn Pierre Gasly, der ist nach seinem Zwischenfall nie wieder nach vorne wirklich gekommen, selbst wenn der keine Rolle spielt. Oh, VSC, okay, aber bringt uns eigentlich auch nichts, wenn man mal ehrlich ist. Aber nichtsdestotrotz können wir uns ja mal anschauen, was passiert ist. Ganz hinten, Piastri versucht hier an Gasly vorbeizugehen und toucht den hinten und der, ja, scheidet vielleicht aus. Nee, das war gegen Nyck de Vries. Ja, Nyck de Vries hatte Piastri überrundet und Piastri hat einfach zum Überholvorgang wieder angesetzt. Es gibt jetzt doch ein volles Safety Car, wenn ich das richtig sehe. Das Problem ist aber, wir wurden schon überrundet. Das heißt, ja, wir dürfen uns nicht anleppen. Wir sind also eh am Arsch. Ich bin jetzt mit beiden nochmal reingefahren. Aber ab Position 12, ab Bottas, die sind überrundet. Alle anderen sind dann jetzt hinterm Safety Car. Wir auch, aber wir sind nur so dazwischen gehetzt und eigentlich außer Wertung, leider. Da kommt es nochmal, überrundete Autos dürfen nicht überholen. Ja, ich meine, ich habe einfach gegambelt. Wir hatten eh nichts zu verlieren. Versuchen noch die beste Position gleich irgendwie rauszuholen. P12 ist das Maximum dann. Weil wir nur noch gegen die Überrundeten eigentlich fighten. Schade. Aber wir haben maximal auch eine Runde gleich noch. Falls Bernd Mailänder endlich mal reinfährt. Nö, das Rennen wird tatsächlich hinter dem Safety Car beendet. Das habe ich ja noch nie gesehen. Also im Spiel hatte ich das bislang noch nicht. Ja, dann können wir auch niemanden mehr überholen. Schade. Jetzt Safety Car Phase beendet für die letzte Kurve. Was für ein Witz. Da fährt er rein. Und Sainz fährt jetzt gleich über die Ziellinie. Und das war's. Ja, alles klar. Ja, das war auch eher so ein Rennwochenende zum Vergessen. Sainz gewinnt vor Leclerc und Perez. Letzte Rennrunde ging an Verstappen. Auch probiert mit dem Safety Car am Ende. Naja, von Leclerc gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Viel mehr hatte ich da jetzt nicht erwartet. Gut, Hülkenberg hat nachher noch Plätze verloren, weil ich nochmal an die Box gegangen bin.
für ein Gamble. Deswegen ist der 17. Platz jetzt nicht das Beste, was da drin gewesen wäre, aber Punkte halt völlig außer Reichweite. Verstappen, rechnerisch ist er noch nicht ganz durch, aber so gut wie bei den beiden Ferraris ist es noch spannend. Ansonsten auch nicht mehr so wirklich großartig Spannung. Norris und Tsunoda seltenst in den Punkten, aber heute mal. Konstrukteurswertungstechnisch sind wir aber eigentlich so gut aufgestellt, dass der 6. Platz da relativ sicher ist. Das müsste wirklich schon sehr wild am Ende der Season sein, dass die anderen 4 Teams dann noch dick punkten. Oh, es gibt Spannung zwischen Ingenieur und Fahrer, zwischen Arthur Leclerc und Gary Cannon. Gut, Leclerc ist ja wahrscheinlich bald nicht mehr dein Schützling. Was kann man da denn machen? Eigentlich alles irgendwie doof. Aber einschreiten, können abnehmen. Ja, die Affinität zwischen beiden wird sowieso niedriger werden. Ja, ich schreite mal ein. Mal schauen, was es bringt. Dann geht es beim nächsten Mal weiter in Runde 20 in Mexiko. Es beginnt in Kürze wieder neuer ATR-Zeitraum. Das heißt, in der Woche danach werde ich dann auch mal wieder ein fettes Forschungspaket für das nächste Jahr schnüren. Ich denke, ersatzteilemäßig sind wir eigentlich soweit ganz gut aufgestellt. Da versuche ich mir mal ein bisschen Geld zu sparen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, da ich noch keine Saison abgeschlossen habe in diesem F1M, ob ich jetzt die 18 Millionen schon investieren sollte in dieser Season oder das Geld mit in die nächste nehmen. Da bin ich mir gerade unsicher. Ich meine, man könnte natürlich Einrichtungen ausbauen und je schneller die fertig sind, desto besser. Falls ihr da irgendwie Tipps zu habt, könnt ihr es mich ja gerne in den Kommentaren mal wissen lassen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Mr. Luke zockt F1 Manager 23. Bis dahin, ciao.